Kannst du mir jetzt mal sagen, was zur Hölle das vorhin sollte? Ganz ehrlich, diese ganzen letzten Wochen, gemeinsam mit dir für das Gute zu kämpfen, ich hatte endlich mal eine Vorstellung davon, was echte Freiheit ist. Aber das wird alles bald vorbei sein, wenn du den verdammten Helden spielen willst. Und das für eine Sache, die mich einen feuchten Dreck interessiert. Was sollte dann das ganze Gerede vorhin von wegen der Menschheit was Gutes tun und ordentlich dafür bezahlt werden? Ich habe das Gefühl, je näher wir deiner Königin der Klingen kommen, naja, sagen wir einfach mal, die Dinge laufen nicht immer so wie geplant, Jimmy. Ich kann das hier ohne dich nicht durchziehen, Tychus. Vertrau mir einfach. Der alten Zeiten wegen. Schon gut, du kannst auf mich zählen. Das wollte ich hören. Die alten Zeiten. Hier ist Donny Vermillion, live aus den UNN-Studios auf Korhal. Heute Abend haben wir beunruhigende Nachrichten erhalten. Kronprinz Valerian scheint verschwunden zu sein. Das stimmt, Donny. Prinz Valerian wurde zu einer Rede anlässlich des Stapellaufs des neuesten schweren Kreuzers, der White Star, erwartet. Da er jedoch nie dort ankam, musste die Zeremonie ohne den Prinzen abgehalten werden. Offizielle Regierungsstellen verweigern bisher jeden Kommentar. Was immer auch passiert sein mag, wir alle hier bei UNN hoffen, dass dem Prinzen nichts zugestoßen ist. Eurem Prinz geht's gut. Bisher. Hier ist Donny Vermillion, live aus den UNN-Studios auf Korhal. Heute Abend haben wir beunruhigende Nachrichten erhalten. Kronprinz wird... Ich habe ein paar neue Kontakte. Hier bist du genau richtig. Adjutant 23-46 online. Wir brauchen mehr Proben. Wie läuft's bei dir hier unten, alter Kamerad? Besser, jetzt, da wir unseren alten Commander wieder haben. Ach, und unser neuer bester Freund, Prinz Schmalzlocke, hat ein paar verbesserte Kreuzer-Blaupausen dagelassen. Also habe ich an ein paar interessanten Modifikationen für unsere Schiffe gearbeitet. Ich werf mal einen Blick drauf. Da, wo wir hingehen, werden wir alle Feuerkraft brauchen, die wir kriegen können.
alles ist für das große Finale in Bewegung gesetzt. Die Invasion des primären Schwarmstocks auf Char. Sobald wir angefangen haben, wird es kein Zurück mehr geben. Stellen Sie sicher, dass Sie gut vorbereitet sind, Commander. Das Schicksal wartet. Gegen den Schwarm befehligt. Ich habe die Stellung gehalten, während Sie und Ihre Terroristen sich verkrochen haben. Ihre Siege sind uns wohl bekannt, General. Ich habe Commander Rayner hierher gebeten, um uns bei allen unvorhergesehenen Ereignissen zu assistieren. Hört sich ja an, als hättest du alles voll im Griff, Junior. Ich habe zu viel investiert, als dass ein Fehlschlag akzeptabel wäre. Der nächste Schritt sollte Ihnen daher ganz besonders zusagen. Valerian, mir wurde berichtet, dass du die halbe Flotte mobilisiert hast. Ich verlange eine Erklärung, Junge. Vater, ich stehe kurz davor, das zu erreichen, was dir bis heute nicht geglückt ist. Heute besiege ich die Königin der Klingen und sichere den Frieden der Liga. Diese Handlung wird dem Volk endlich offenbaren, dass ich ein würdiger Nachfolger für dich bin. Ich liebe deinen Tatendrang, Sohn, aber du bist der Sache nicht gewachsen. Wie kannst du glauben, dass du die nötige Erfahrung... Er ist nicht allein, Arcturus. Rayner. Ich weiß nicht, aus welchem Loch dich mein Sohn gezogen hat. Aber selbst du musst einsehen, dass diesem verräterischen Miststück nicht zu helfen ist. Und dir auch nicht. Das werden wir ja sehen. Und wenn das Ganze hier vorbei ist, haben wir zwei noch eine Rechnung zu begleichen. Alles, was ich mir erhofft hatte. Du spielst hier ein gefährliches Spiel, Kleiner. Prinz Valerian, die Zerg greift uns an. So früh? Räumt die Brücke. Ich habe eine Schlacht zu gewinnen. Wir sehen uns dann auf Char. Kontakt zu Teams Bravo, Echo und Delta verloren. Auf wiederhole. Alpha hat den Kontakt zu allen. Wo ist das Hauptquartier? Ich brauche Unterstützung. Hier kommt schon der Kriecher aus dem... Wir haben Feuer an Bord. Wiederhole. Sämtliche Schubdüsen sind ausgefallen. Wir kommen aus dem Boden. An alle. An alle. Wir brauchen dringend Feuerunterstützung. Sofort. Verflucht. Ich habe denen doch gesagt, dass aus einem Frontalangriff nichts wird. Sie hat die ganze Zeit nur mit uns gespielt. Tja, Kumpel. Immerhin sind wir noch am Leben. Sieht aus, als ob die paar Truppen, die es auf die Oberfläche geschafft haben, überall verstreut sind. Glaubst du etwa, der Tod wäre das Schlimmste, was dir hier zustoßen kann? Die Verseuchung wird euch holen. Ich höre ihre Gedanken, weißt du? Deine Freunde, verstreut und ganz allein. Ihre Furcht ist... köstlich. Bald dienen sie alle dem Schwarm. Sie versucht, in unsere Köpfe reinzukommen, Mann. Wir müssen uns wehren. Wenn wir das Ding hier durchziehen wollen, müssen wir so viele Überlebende wie möglich zusammentrommeln. Commander, Kampfgruppen der Liga landen noch immer in der Umgebung. Sie sind jedoch in ziemlich schlechter Verfassung und werden von den Zerg schwer angegriffen. Okay, dann lasst uns mal loslegen und ihre Hintern retten.
Wir müssen eine anständige Streitmacht zusammenkratzen, sonst haben wir keine Chance gegen Kerrigan. Was wichtig ist? Waffen! Verstanden! Nur zu! Commander, die taktische Analyse hat ergeben, dass die Zerg uns zahlenmäßig weit überlegen sind. Zeitverschwendung! Zerg an! Matt, halte mich auf dem Laufenden über die Landungskapseln, die Char erreichen. Wenn wir vor den Zerg genug von ihnen erreichen können, haben wir vielleicht noch eine Chance, uns wieder rauszukämpfen. Worauf soll ich ballern, Sir? Freu mich schon drauf! BBF bereit! Sir, ich orte eine Landekapsel im Anflug. Sie sollte jeden Moment in der Nähe ihrer Position eintreffen. Gut, dann lasst uns da rausgehen und sie finden, bevor die Zerg aufkreuzen. Kommt noch was? Nur zu! Worauf soll ich ballern, Sir? BBF einsatzbereit. Aber sicher. Raiders, Raiders! Wann sind wir froh, euch zu sehen? Aber wo ist General Warfield? Ich übernehme hier erstmal das Kommando. Ihr Jungs kommt mit uns. Euren General finden wir schon. Jawohl, Sir! Es ist so rührend, wie du ihre Hoffnung schürst, Jim. Mach nur weiter so. Führe sie einfach direkt zu mir. Du Lämmer zur Schlachtbank. Hört nicht auf sie. Bleibt wachsam, dann schaffen wir es hier raus. Und zwar alle. Sir, ich habe eine Landekapsel in Ihrer Umgebung geortet. Abmarschbereich! Nur zu! BBF einsatzbereit! Aber sicher! Wird angegriffen. Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen! Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen! Nicht genügend Mineralien.
Crash. Koordinaten einer Landekapsel in der Nähe. Los geht's! Das ist gleich kein Gras mehr. Gleich knallt! Fabrik zurück zur Landezone und startet die Produktion. Abmarschbär! Kaboom, Baby! Sir, eine weitere Landekapsel kommt in der Nähe herunter. Einfach so rausgehen. Oh, es geht los. Los geht's. Warum nicht? Warum nicht? Hey,
unterwegs. Worauf soll ich ballern, Sir? Sir, eine weitere Kapsel ist in der Umgebung gelandet. Hab's vernommen, Sir. Okay, okay. Muss ich hier alles alleine machen? Die Straße ruft. Ein paar Luftstreitkräfte. Nehmt diesen Raumhafen ein und bringt ihn in Sicherheit. Basis wird angegriffen. Abmarschbereit! Weitere Kapsel landet in der Nähe. Könnten wir etwa leben? Unsere Verbundesmitglieder werden angegriffen. Was gibt's denn? Bestätigt. Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen! Das habe ich gehört. Erweiterung fertiggestellt. Halleluja! Wen soll ich einreizen? Los geht's! Noch erwarten. Warfield führt mitten durch diese Nydos-Würmer.
Eine beeindruckende Invasion. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Jawohl! Wir sollten alles Verfügbare mobilisieren und versuchen, zu Warfield durchzubrechen. Warfield wird nicht mehr lange leben. Wir riechen seine Angst und die seiner Männer. Meine Kinder sind schon unterwegs und ihr könnt nichts dagegen tun. Du redest ziemlich viel, Kerrigan. Vielleicht ist die Angst, die du da riechst, deine eigene. Sir, ich orte mehrere Landekapseln, die in die Atmosphäre eindringen. Ich denke nicht, dass sie genug Zeit haben, sie alle zu retten. Nicht bei den ganzen Zerg in der Gegend. Verflucht! Wir retten so viele, wie wir können, aber ich fürchte, es werden nicht alle durchkommen. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Da kommt eine weitere Welle Landekapseln, Sir. Es wäre zu gefährlich, sie alle retten zu wollen. Ich roste hier vor mich hin! Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Commander, die letzte Landekapsel der Liga hat die Oberfläche von Char erreicht. Jungs, so wie es aussieht, sind wir jetzt auf uns allein gestellt. Schieß los! Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Maschinenlauf! Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Nehmen wir mit der Ruhe. Kann's kaum noch erwarten. Wird gemacht. Stirb, stirb, stirb. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Geht raus! Nein! Vespin, die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Aufstehen!
Basis unserer Verbindung wird angegriffen. Warum nicht? Ziel ausgemacht. Vorwärts. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Muss ich hier alles alleine machen? Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Wird gemacht! Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Eigenerschreckt! Hier kann ich nicht bauen! Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Ab die Post! Kann's kaum noch erwarten! Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Warum nicht? Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen.
Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Schick lieber ein paar Leichensäcke. Was ist das? Was hast du gemacht? Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Jawohl! Geschwader unterwegs. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Nicht genug Vespinas. Ja, Commander. Ja, Commander. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Unsere WBFs werden angegriffen. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Bestätigt. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Alle Geschütze!
Die Basis unserer Verbotung wird angegriffen. Ich bin ganz schön in der Klemme hier! Die Basis unserer Verbindung. Ich stecke ganz schön in der Klemme hier! Kurs ermittelt. Energie! Ich stecke ganz schön in der Klemme hier! Die Basis unserer Verbindung wird angegriffen. Verstanden. Basis wird angegriffen. Basis wird angegriffen. Unterstützung. Die Basis unserer Verbindung wird angegriffen. Basis wird angegriffen. Basis wird angegriffen. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Was noch was? Wie schmeckt euch das? Nicht genug Vespingas. Nicht genug Vespingas. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Verstanden. Beginne Bombe. Basis wird angegriffen. Die Basis unserer Verbündeten, unsere WWMs werden angegriffen. Mayday! Mayday! Fick lieber ein paar Leichen weg! Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Unserer Verbündeten wird angegriffen. Kannst kaum noch erwarten. Machen wir ihn. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Ich steck ganz schön in der Klemme. Durchgeladen und entsichert. Unsere WBFs werden angegriffen. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Machen wir in die Hölle heiß! Jetzt geht's los! Unsere WBFs werden angegriffen. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen! Machen wir ihn hier! Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen.
Die Basis unserer Verbindung. Los, los, los! Machen wir in die Hölle heiß! Nicht genug des Flügers. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Wird gemacht! Die kaufe ich mir! Alles klar, her damit! Abmarsch bereit! Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Positiv! Kann's kaum noch erwarten! Aber sicher! Verstanden! Geht klar! Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Machen wir in die Hölle ein! Mineralienfeld erschöpft. Wahnsinn! Jawohl! Selbstverständlich! Los, los, los! Warum nicht? Befehle erhalten! Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Machen wir ihn die Hölle heiß! Unsere WBFs werden angegriffen. Basis wird angegriffen. Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen! Unterwegs! Hammerhart! Unsere WBFs werden angegriffen. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Unsere WBF, die Basis unserer Verbündeten, wird angegriffen. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Durchgeladen und endlich. Worauf soll ich ballern, Sir? Kann's kaum noch erwarten. Muss ich hier alles alleine machen? Bereit machen, Jungs! Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Was liegt an? Basis wird angegriffen. Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen! Die Basis unserer Verbündeten, Basis, wird angegriffen. Aha. Abmarsch bereit! Einfach Bescheid geben! Worauf soll ich ballern, Sir? Basis wird angegriffen. Ich mach mal hier, hier die Finger! Kommt noch was? Selbstverständlich! Was nicht passt, wird passend gemacht. Basis wird angegriffen. Basis wird angegriffen.
Medaillenfeld erschöpft. Wow, heig mir erschreckt! Basis wird angegriffen. Schlechte Neuigkeiten? Basis wird angegriffen. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Hier kann ich nicht bauen! Machen wir ihnen die Hölle heiß! Basis wird angegriffen. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Was nicht passt, wird passend gemacht. Hier kann ich nicht bauen! Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Hier komm ich! Dann lasst uns mal loslegen! Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Machen wir ihnen die Hölle an! Nicht genug Vespingas. Was nicht passt, wird passend gemacht. Feuer und Flamme! Machen wir ihnen die Hölle heiß! Durchgeladen und... Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Abmarsch bereit! Bingo! Stand auf Eisen!
braucht Hilfe. Wir sind so schnell gekommen, wie wir konnten. Nicht der beste Moment, auf der faulen Haut rumzuliegen, General. Sie verdammter Hundesohn. Sie sind der Letzte, den ich hier erwartet hätte. Jungs, ich unterbreche nur ungern, aber unsere Freunde werden unruhig. Danke für die Rettung. Aber ich hoffe, Sie kommen nicht allein. General, Sie wissen doch, ich habe immer ein Ass im Ärmel. Ein verdammter Pirat, Rainer, aber die Rettung meiner Jungs werde ich Ihnen nicht vergessen. Alles im Service inbegriffen, General.